never gonna make the young great again. So, hallo und herzlich willkommen zu der Rückkehr von WWE 2K16 und den Challenges, bevor ich hier irgendwas labere. Erstmal cool, dass ihr eine Woche ohne Challenges ausgehalten habt. Ich habe ein paar Prüfungen zu schreiben gehabt und wenn ihr es hier seht, habe ich auch noch Prüfungen zu schreiben. Also nicht gerade parallel, aber in dieser Woche am Mittwoch und Donnerstag, aber die sind nicht so krass aufwendig wie die vorherigen mit dem Lernen und so weiter. Deswegen finde ich auch irgendwie Zeit für die Challenges und ab nächster Woche habe ich keine Prüfung mehr und habe dann erstmal 2 Monate frei und versuche mich dann wieder ein bisschen mehr auf YouTube zu konzentrieren. Heute wieder eine Challenge, auf die ich mich sehr freue. Ich begrüße alle 117 Leute, die gerade live dazugucken auf beam.pro/franzog, die sich nämlich für eine Challenge entschieden haben, welche jetzt angenommen wird und welche entscheiden wird, ob ich entweder führen werde 5-3 oder ob ihr gleichziehen werdet mit 4-4. Daraus folgt, dass es aktuell 4-3 steht für mich. Und zwar kommt diese Challenge von Spielpro WWE Top 10. Die Last Elimination Challenge. Darren Young. Modus Battle Royale. Stufe Legendär. Mission. Alles ist erlaubt, aber du darfst kein über das dritte Seil werfen. Du darfst niemanden eliminieren, nur den letzten Gegner, der übrig ist. Ein Gut-Check musst du ausführen, also dann viel Glück. Ja, es steht nicht dabei, wer die Gegner sind, deswegen machen wir einfach mal random. Wer wird das alles? Cesaro, kann ich mit leben. Dann haben wir den Undertaker. Naja, das wird schon ein bisschen schwieriger. Das Ganze basiert natürlich auf das gute Match bei Raw. Letzte Raw-Ausgabe vor dem Draft, wenn ihr sie seht, ist leider schon Battleground passiert. Deswegen kann ich nicht darauf eingehen, ob Darren Young Champion geworden ist oder nicht. Aber ist egal. So, das sind unsere Gegner für den Moment. Ich muss mich komplett aus dem Geschehen raushalten und mindestens einen Gut-Check ausführen und dann den letzten Gegner eliminieren. Was wir hier aber machen werden... was soll ich sagen? Mein Plan wird es sein... Genau, was wird mein Plan sein? Möglichst Finisher aufzubauen, also 2 Finisher am besten. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt mehr als 1 Finisher haben darf. Ganz schnell zu machen und dann via Finisher den letzten Gegner zu eliminieren. Und deswegen gucken wir einfach mal, wie ich mich so schlagen werde. Los geht's! Here we fucking go! Oh! Habt ihr gesehen? Der gute Jimmy Uso, der war direkt in den Seilen irgendwie geglitscht. Ich muss mal kurz... Einen Moment, Leute. Ich bin nicht so weit. Ich muss kurz ein bisschen leiser machen für mich selber, damit ich mich auch noch selbst irgendwie verstehen kann. Das wäre nämlich ganz gut! Ich habe nämlich 1-2 Wochen lang nicht mehr wirklich Gameplay-mäßig irgendwas aufgenommen, Let's Play-mäßig. Whatever. Oh, komm! So, ne. Ich will hier niemanden rausschmeißen. Ich halte mir am besten aus dem Geschehen raus. Beziehungsweise... Wie sagt man? Warte mal, du darfst kein über dritte Seil werfen. Ich darf niemanden darüber werfen. Du darfst keinen eliminieren, nur den letzten... Okay, jetzt ist natürlich die Frage, meint er mit über das dritte Seil werfen, niemanden eliminieren oder wirklich nicht darüber werfen und andere dazu bringen, die da hinzu, die dazu, weiß ich nicht, zu provozieren, damit sie versuchen, einfach mal den Gegner zu eliminieren. Ich interpretiere jetzt einfach mal so, dass ich auch gar nicht erst den Versuch wagen darf und dementsprechend gehe ich einfach, weiß ich nicht, aus dem Geschehen raus, so eine alles. So in der Art, ne? Da hätten wir jetzt schon gut zur Sache. Der erste nämlich raus. Undertaker, die größte Gefahr in diesem Match, würde ich einfach mal behaupten, ist raus. Das gefällt mir sehr gut. Darf ich taunten? Ja. Genau, alles ist erlaubt. So, Jimmy Uso bleibt noch im Ring. Er hat es auch irgendwie geschafft, hier zu überleben, wenn man so möchte. Wir gucken einfach mal, was nächstes hier passiert. Wenn wir eine ungerade Anzahl von, noch nicht eliminierten Leuten in dem Ring hier haben, ist es immer ganz gut, weil dann kann ich mich aus irgendeinem Geschehen raushalten, denn jeder sucht sich einen Partner und einer bleibt übrig, wie damals im Sportunterricht, ne? Ne, das ist unglaublich. Oder? Nee, bei Sportunterricht gibt es das, kommt drauf an, was man für Sportarten macht. Also bei uns war das immer so, keine Ahnung, wenn wir Volleyball oder so gespielt haben, jeder sucht sich einen Partner und dann übt ihr Aufschlag oder irgendwie so eine Art. Das wäre ganz gut. Leg dich hin und wartet, wäre auch ganz lustig. Naja. Ihr könnt ja mal in den Chat schreiben oder in die Kommentare, wie das bei euch im Sportunterricht so war. Jeder kennt diese Situation, denke ich einfach mal. Okay, der und der darf sich, die beiden dürfen sich ein Team aussuchen und dann wird nacheinander irgendein Name aufgerufen. Und dann ist man entweder, es gibt ja meistens so 3 Kategorien, entweder man gehört zu den guten Sportlern und wird direkt gepickt, um zu sagen, ha, den habe ich, wir gewinnen zu 100%. Dann gibt es so die mittleren, wo man nicht ganz weiß, okay, sind so durchschnittlich. Und dann gibt es die letzten, wo man sagt, okay, oh, irgendwer muss die nehmen, das ist überhaupt nicht gut. Zu welcher Kategorie gehört ihr? Ich weiß, zu welcher Kategorie ich gehöre. Ist aber auch sehr abhängig von der jeweiligen Sportart gewesen. Naja. Und als letztes gibt es Franz, ne? Ja, genau. Nein! Hallo, Jimmy Uso, gehst du bitte zu Daniel Bryan? Ihr könnt euch jetzt anfangen, gegenseitig zu eliminieren.
So, wegen der Fairness, Unfairness. Ja, kommt immer drauf an, ne? Manche haben wahrscheinlich mittlerweile gecheckt, dass es schon halb am Mobbing grenzt. Wenn man immer als letztes gepickt wird. Aber kommt halt drauf an, wie euer Sportlehrer drauf ist und wie nahe an der Rente ist, wenn ich einfach mal so sagen müsste. Weil vor allen Dingen, mir ist halt aufgefallen, bei uns war das so, okay, du konntest halt genau die Leute unterscheiden, die Lehrer davon unterscheiden, die gesagt haben, ach, in 2 Jahren bin ich sowieso raus hier. Ich mach, was ich will. Scheiß drauf. Och nein, was muss ich jetzt machen? X, Viereck, Kreis. Gut. Und die sagen, ich mach das so wie immer. Ihr könnt mich alle mal. Und dann gab es die Lehrer, die ein bisschen neuer da waren und die gesagt haben, oh, mein Job ist mir wichtig, vielleicht sollte ich mich ein bisschen zurückhalten, ne? So. Okay. Kannst du mich mal bitte hier in Ruhe lassen? So, ich habe hier ein paar Aussagen bekommen hier im Chat, die sehr interessant sind. Mittleres Mittelfeld, Top 3. Hört sich so ein bisschen an wie eine Fußballaufstellung, ne? Defensives Mittelfeld. Außenverteidiger. Naja, so, da hätten die machen sich bereit. Okay, Daniel Ryan ist raus. Ich hätte gesagt, die zweitgrößte Bedrohung hier in dem Match, was mir ganz gut gefällt. Na, ach, jetzt sind wir natürlich wieder in gerade Anzahl. Das heißt, ich muss mich ein bisschen darum kümmern, erstmal, ja, wie soll man so sagen, nicht einfach die ganze Zeit mich ablenken zu lassen und dann wie aus dem heiteren Himmel eliminiert zu werden. Aber ich kriege das schon irgendwie hin. So muss ich ja sowieso erstmal ein bisschen Momentum sammeln, für den Finisher und so weiter. Zack! Ja, sicher gedacht, warte mal, Torten. So, genau. We're gonna make Darren Young great again! Wie findet ihr die aktuelle Storyline um Darren Young, Bob Backlund und so? Ich bin ja wahrscheinlich einer der wenigen Leute, die das total lustig finden und diese Fehde sehr bevorzugen bzw. befürworten. Fehde, Rivalität, Storyline, whatever. Könnt ihr benennen, wie ihr wollt. Weil ich finde Bob Backlund und Darren Young super. So, jetzt muss ich. Oh, scheiße, ey. Komm, fuck, Kreis. Nix nach, ich bin so dumm! Weil es der WWE-Champion, sagt der Lukas. Ich kann mir auch vorstellen. Es wird passieren. Es muss einfach so sein. So. Guck mal, was ist denn überhaupt unser Signature-Move? Ich weiß nicht, was unser Signature-Move ist. Ist der am Boden? Irgendwie ein Elbow-Drop oder so? Ich bin. Was hat er denn als Signature-Move? Und er kommt dann natürlich klar. Ach, Mann, ey. Nein, so, da hätten wir jetzt ab. Ich verstehe noch nicht ganz, warum Jan Edmund überhaupt noch in diesem Match hier ist. Und ich habe mein Signature-Move verloren. Da war ich nochmal, habe ich alle Corner-Slots, was mir sehr positiv aufgefallen ist. Darren Young beweist seine Stärke dadurch, dass er sehr gewissenhaft mit seiner Stamina und seinen Corner-Slots umgeht. Allerdings hat er noch Probleme in der Klasse, sich zu integrieren. Manchmal muss man ihn darauf hinweisen, seine Handschrift zu verbessern. Ansonsten ist er stets bemüht, sich an den Lehrplan zu halten. Ach, schön. So, das will ich gar nicht, sorry. Gut. Ach ja, die Bewertung immer, ne? Och nein, come on! Viereck, X, Viereck, Dreieck, tschüss! So, stets bemüht ist vielleicht scheiße nett. Mit dieser Aussage stimme ich überein von Markus. Stets bemüht eben. Okay, naja, was geht hier? Ich sehe gerade, ich werde gemenschen auf Twitter. Gucken wir gleich mal, was da los ist. Aber erst, wenn diese Challenge-Folge vorbei ist und ich meinen Signature-Move endlich ausgeführt habe, denn ich muss immer noch gewinnen. Aber die CPU macht mal wieder null. Wer hätte das gedacht? So. Ab geht's mit den Airbus und whatever. Ich habe gerade gar nicht hingeguckt. So, General Edmund kann jetzt nun mal langsam raus, würde ich behaupten, oder was? Langsam ist es Zeit. Danke. So, Cesaro. Ich schick dir mal den Kollegen Jimmy. Der hat eine kleine Nachricht zu übermitteln, ja? Okay. Nein. Hi. Hey. Och, ey, wehe, die Double Team jetzt on me. Aber gut, ist mit dem Finisher kann ich mich ja jederzeit retten, ne? Das ist wahrscheinlich ein ganz guter Move, den ich mir da überlegt habe. Okay, komm. Cesaro muss raus. Cesaro muss raus. Cesaro. Oh. Ich wollte nur, dass die Nahrung rausgeht. Ist das so schwer zu verstehen? Ich hau da einfach in der Zwischenzeit. Und lass die beiden einfach mal ihr Ding swingen. Naja. Na komm. Immer noch nicht. Genau, ich muss noch einen Gutcheck natürlich machen. Das sparen wir alles auf für die letzte
beziehungsweise für den letzten Herrn Kollegen. Das sieht ganz gut aus. Cesaro ist kurz davor, eliminiert zu werden, aber nein! Ey, kann nicht wahr sein, ne? Das kann nicht wahr sein. Ich geh mal hier ein bisschen weiter weg. Schön aus der Gefahrenzone. We're gonna make the young great again. Okay. Nein, Freundchen. Mr. Cesaro. Oh, Mr. Cesaro. Oh, come on. Nein! Nein! Das ist nicht okay. Ja gut, gegen die Finisher kann ich jetzt auch nichts machen. Von den Gegnern. Naja, schade. Damit steht nun also 4-4. Für beide, toll. Freut mich. 4-4 für mich, wenn man so möchte. Oder für euch. Ihr habt den Jimmy Uso, the winner of this Battle Royale. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Let's make Franz Frede kennen. Das wäre ja super. Na toll, was eine Challenge. Das lief überhaupt nicht so in meinem Interesse. Bis, also, ganz weit schon. Aber dann kam Cesaro an. Wir wissen ja alles, Cesaro ist ein krasser Dude. Und dann macht er einfach mal einen Finisher. Zack, ist er raus. Unglaublich. Gut, zum Beispiel 4-4. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Nicht vergessen, im Friends Shop zu bestellen. Link unten in der Videobeschreibung für tollen Merch. Und um gleichzeitig Super Friends zu werden. Exklusive Videos. Videos früher gucken als alle anderen. Stream Replays und exklusive WhatsApp-Gruppe. Super Döns. When I say ooh, you say oh. Fuck you. Und bis dahin. Haut rein. Euer Franz Oberswalk. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.